Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, wir sitzen hier beim Lidli, weil heute ist die Landmaschinenmesse. Woohoo, mit Jürgen. Moin, Fritzel, alles klar? Ja, sicher, und bei dir? Ja. Naja. Was heißt naja? Mach mal später, Fritzel. Später? Ja. Oh, hast du wieder Scheiße gebaut oder was? Nee. Hä? Diesmal nicht ich. Ah, okay. Dann lass uns mal später drüber reden. Hey! Hast du mir jetzt echt ins Ohr gerülpst, du Ferkel? Sorry, Fritzel. Aber du, was raus muss, muss raus, ne? Lass mal machen. Parkplatz! Zur Messe! Hör doch mal hin. Ah. Zur Messe. Boah. Kick dir das mal an. Ist der nicht schick? Das wäre was für uns, ja? Meinst du, das wäre was für uns? Naja, Hauptsache stark. PS, ne? Ein Valtra? Ja, warum denn nicht? Oder willst du einen Deutz? Wenn steht auch ein Deutz, neuner Serie. Oh, da müssen wir gleich mal eben vorbeischauen. Was haben wir denn hier? Ein Massey Ferguson. Oh, der sieht aber schick aus. Oder mache ich das? Der sieht doch schick aus, oder? Ja. Ja, ja, der sieht schick aus. Also sag mal, welcher ist denn das? Der 7er? Ne, der 8er schon. Ui. Oh. Haben wir hier ein Steyr, ein Steyr. Nicht schlecht. Oh! Da muss ich jetzt mal. Boah, rein. Da muss ich aber weiter, Alter. Boah. Weil die Schnauze. Nee, Deutsch ist schon was Feines, da hast du recht. Guck dir das an, ey. Da bist du aber hier echte. Von Vario ist das sogar hier. Ey, leck mich am Arsch. 9er 340 TTV. Da werde ich aber ein bisschen schwabbelig hier. Start mal Motor, ja, start mal Motor. Oh, Junge, der Sound. Das ist nicht schlecht, du. Freezy. Das ist nicht schlecht, was ist? Danke für Moin. Die herzliche Begrüßung. Bitte hier draußen nicht in Fahrzeuge einsteigen. Sie können auf Messegelände jedes Fahrzeug testen, außer die Abschleppfahrzeuge, aber hier bitte nicht. Okay. Okay, Herr Bayer, sorry. Bitte aussteigen. Herr Freezy? Da bin ich doch. Ich stehe neben dir. Ah ja. Bei mir sitzen sie noch drin. Jetzt stehst du vor mir. Herr Freezy? Jetzt stehst du mit Rücken zu mir. Jetzt stehst du in mir. Du Ferkel. Herr Bayer, der steht wirklich hinter Ihnen. Also ich habe ihn jetzt... Jetzt gerade. Oh, sie sich die ganze Zeit. Warum verstecken Sie sich hinter mir hier, Herr Freezy? Weiter geht's hier. Was haben wir denn hier? Ein Case! So was müssen wir uns vielleicht auch nochmal gönnen. Was ist das denn für einer? Case Puma. Ja, jetzt läuft er weg. Der läuft weg. Oh je. Ja, Herr Bayer. Ja. Ich dachte, der erzählt uns jetzt mal was über die Maschinen hier. Ja, der kann doch nichts Polizist erzählen. So. Er ist froh, wenn er seine Marke findet. John Deere. Boah, das ist meine Liebe. Boah. Ein 8400R, Junge. Nicht schlecht. Da geht mir glatt einer ab, ne? Das sag ich dir, du. Gleich mal um 2 cm größer geworden, Junge. New Holland. Da muss ich mal eben ganz kurz, leck mal kurz den Bullen ab. Ja, wo ist er denn überhaupt? Ah, hier. Der sieht nichts, Fritzel. Jetzt kannst du. Oh, ja, das sind so die Penner, der ist abgeschlossen. Egal, ich kann auch so hier drauf kacken. Gehen wir mal zu dem anderen. Fritzel. Ja. Okay. Am Rüben. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo, Freezy. Moin. Moin. Oh. Warten wir noch auf den Herrn Adler! Du geile Fixsau, wie geht's dir? Freezy, du alte Stute! Schön, dich hier zu sehen, freut mich ja herrlich! Ja, gleichfalls.
Feldmann, du auch hier, was geht? Ja, nicht viel. Schön, schön, schön. Wer sind Sie denn? Die kenne ich ja noch gar nicht. Hallo, ich bin der Hatzeit. Wir sind... Also ich bin als Messeveranstalter hier. Aha. Ja. Das ist ja schön. Na, Fritzl, wie geht's? Wo ist er? Herr Fieber, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Ja, auch ganz gut, kann mich nicht beklagen hier. Alles bestens. Moin, Herr Zeit. Hallo. Ich feier jetzt schon die Messe, und Sie? Ich auch. Wird bestimmt gleich noch lustig hier. Sagen Sie mal, Kai. Bitte? Haben Sie Kai Zeit? Das könnte möglich sein. Ach, immer wieder herrlich. Ich bin echt gespannt auf die Messe hier. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo, Herr Fieber. Ja, wie geht's Ihnen denn? Gut, und Ihnen? So. Ja, super. So, sind wir jetzt alle da? Ja, die Tieflader kommen gleich. die Tieflader vom Landhandel, die kommen gleich. Könntet ihr die ganzen Traktoren, die auf der Rampe stehen, könnt ihr schon mal, Fritzl, kannst du die schon mal verladen und verzonen? Ja, danke. Hab ich aber gerade gekauft. Ja, nö, hast du deine angestellt, die kriegen das bestimmt gut hin. Alles gut, alles gut. Aber ist ja krass, ey, Mensch, hier. Herzlich willkommen zur Agrarmesse Schwarzingen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ist die Messe schon eröffnet, weil alle hier draußen stehen? Gleich. Und zwar, der Bürgermeister macht das persönlich. Genau, und zwar herzlich willkommen alle zur Agrarmesse in Schwarzingen, zur ersten. Hier neben mir sehen Sie den Kai Zeit. Es ist unser Messeveranstalter. Und ja, der wird jetzt halt eine kleine Tour mit uns machen über das Messegelände, zu dem ein oder anderen Maschinen ein bisschen was sagen. Und danach ja, können Sie sich frei bewegen und natürlich auch gute Geschäfte machen. Obendrauf muss man jetzt auch noch sagen, gibt es für jeden der hier Anwesenden 25% Messerabatt auf alle Maschinen und Geräte. So. Was für jeden? Ich denke nur für die Händler. Ja, die Leute haben im Endeffekt auch minus 25% dann. Wenn es der Händler günstiger bekommt, bekommt es der Endverbraucher auch günstiger. Ah ja. Ja gut, dann ja. Würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ich habe Bierdurst und Bratwursthunger. Genau, dann Herr Zeit, dann gehen Sie mal vor. Sehr schön. Ich möchte mich auch hier nochmal bei allen Anwesenden bedanken, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt mal einen kleinen Rundgang über das Messegelände machen. Und ich hoffe, Ihnen gefällt die ein oder andere Maschine, die Sie hier sehen. Ja, und übers Weitere können wir reden, wenn wir ein bisschen spazieren gehen. Und somit würde ich sagen, die Messe ist eröffnet. Da muss ich sagen, Applaus. Finde ich klasse. Ja, okay, super. Ja, dann, ich muss erst mal ganz kurz hier zum Mittagstisch. Oh, der hat aber einer gezittert, der das hier geschrieben hat. Bestimmt schon getrunken. Okay. Harry und Helmut, lasst zusammenbleiben, dass wir uns wiederfinden. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Beste wohl. So, wir gehen mal schön auf entspannt rein, ja? Mutterente geht immer voran. Also, Herr Manus, ich würde dem Herrn Zeit hinterhergehen, weil es sind viele Maschinen, die Erklärungsbedarf haben, sehr viele Fragen zugibt. Ah, okay, alles klar. Also eine Runde würde ich mich bei ihm halten und danach können Sie sich ja frei bewegen. Können wir uns ja frei aus dem... Boah, guck doch mal, Harry! Boah! Herz auf, ja, ey! Kann man die mal anmachen nachher hier? Ja, rum machen. Die so, stehen momentan nur zur Deko. Ah, also, ja. Der ganze Rest wird dann auf dem Gelände stattfinden. Ah, okay. Aber soweit können wir uns hier jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen. Düngetechnik sollte jedem kein Fremdbegriff sein. Ja, ja, denke ja. Ich mal. Okay. Ja, wie gesagt, hier haben wir zwei Düngerstreuer ausgestellt. Ja, hier der große Bredal, ne? Einmal den kleinsten, einmal den größten. Der Bredal mit 18 Meter Streuweite. Schon krass. Mit den zwei Förderbändern hier, wie das in die Streuteller reinhasselt, ne? Und dann hier weggeschleudert wird. Stell dir mal vor, Fusi. Fritze hier, du setzt dich auf so ein Förderband, dann landest du auf dem Streuteller und dann machst du erstmal 18 Meter feldeinwärts. Das musst du dir mal vorstellen, du legst da drauf eine Kartoffel und die wird dann weggeschossen. Bam. Weißt du, wie geil das ist, wenn du so dich ans Nachbarhaus stellst? Ja. Weißt du wie?
Und dann haust du hier die Kartoffeln oder Steine rein. Muss ich Sie enttäuschen, das wird leider nicht funktionieren, denn die Maschinen sind mittlerweile alle elektronisch überwacht und alles, was zu schwer ist, wie normaler Dünger, schaltet die Maschine sofort ab. Ah ja, okay. Der Mann, ist das mit faulen Eiern? Ja. Bleiben Sie sauber, gell? Ja. Grad ist es gut. Bleiben Sie so, ne? Okay. Ist doch gar nichts passiert. Kein Problem. So, Okay. Ja, düngertechnisch wäre es Marie. Ja, komm. Boah. Ja, weiter geht's. Miguel! Ja, was denn? Ich glaube, die verstehen den Humor nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich darf sie doch nicht zu schnell drehen. Sonst habe ich ja einzelne Bilder. Ja. So, okay. So, perfekt. Oh, was haben wir denn hier? Können wir hier drüber laufen? Oh, warte mal, hier steht ein Schild. Ach, der Seemaschinen. Okay, alles klar. Seemaschinen. Ja, genau. Hier haben wir eine kleine Auswahl Einzelkonsole-Technik. Ah ja. Ah ja. Mais. Das sieht schon gut aus. Sind das unterschiedliche, die zwei? Ja. Die unterscheiden sich in der Breite, ja. Was würde der Horsch hier, was würde die Horsch hier kosten? Das müssten wir später nochmal im Prospekt raussuchen. Ja, du hast ja einen Zettel und einen Stift extra mitgenommen. Da musst du ja aufschreiben, an was du Interesse hast. Jürgen! Ja. Schreib mal auf hier, die Horsch. Ja, wie heißt die denn genau? Das ist die Serto 12 SC. Also so steht es mindestens auf der Maschine. Genau. Jo, ist notiert, Fritzl. Gut. Hey Fritzl! Jo! Komm mal eine Frage an dich. Ja, warte. Ich hab heute gleich der Kopfhauer Nachziehbilder. Was ist denn? Weißt du, ob man mit diesen Sämaschinen auch Sand säen kann? So, was haben wir denn hier Schönes? So. Schauen wir mal weiter. Hier ist Pflanzenschutzabteilung. Also ich wie Sie sehen. Versuch's ja, ne? Ich streng mich ja wirklich an. Ja. Aber der wird auch immer Zeit. Wieder herausgefordert. Bitte, Herr Fieber. Kann man da drunter laufen? Im Normalfall sollte das kein Problem sein, nur auf den Kopf aufpassen. Nicht, dass sie sich irgendwo stoßen. Nee, ja. Lieber nicht. Lass mal bitte den Adler nicht drunter, der hat nämlich den Kopf schon öfters gestoßen unter so einem Ding. ja, wie gesagt. Oh, was haben wir denn hier von ein Schönes? Sehr schöne Modelle. Die Amazonie. Sehr schöne Feldspritzen. Ah, die sieht gut aus. Die Amazonie, das ist was. Panther. Ja, Herr Manus, drehen Sie sich mal um. Die von Horsch ist doch viel schöner. Horsch, wo? Herzeit. Ja, Schmuckstück. Herzeit. Ja, wobei man ja sagen muss, Pantera, das klingt so ein bisschen nach so einer Stadt in der Zukunft, weißt du? So Pantera oder so der Landhandel der Zukunft heißt. Ja. Landhandel Pantera. Jürgen? Würde gut zu uns passen, aber ja. Wir ja aber Herr Manus, dann würde auch diese wunderschöne Seemaschine hinter Ihnen aber auch perfekt dazu passen. Seemaschine? Ja, die hier in der Mitte vom Platz steht. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher mit der Einfahrt vom Landhandel. Jürgen, schreib mal den auf. Wird ein bisschen eng. Was soll er aufschreiben? Ja, den Horsch. Nee, jetzt kannst du vergessen, den hab ich schon gekauft. Das passt doch schon. Es gibt ja mehrere Modelle. Herr Zeit, welche Sprühweite? Der Horsch, aber die Horsch, Harry, komm mal her hier. Ja. Kurzen Moment, muss ich nochmal Sachsen. Die Horsch, die hat auch was Futuristisches. Sieht irgendwie gut aus. Finde ich vom Design geil, oder? Ja, halt schön. Stylisch gemacht, ja. Sieht hier vorne hochlaufen, auf entspannt. Der sieht hier vorne ein bisschen aus wie ein Fendt, oder? Die Horsch hat insgesamt eine Arbeitsbreite von 36 Metern. Wer was 36? Gut, das hat die Pantera. 36, die Pantera hat 41. Ja, okay, das ist jetzt aber auch nicht der Unterschied. Aber die sagen mal, wir sind ja auch in der Horsch gewonnen. Wir sind auch in der Feldgröße hier nicht unbedingt so, dass man das Größte braucht. Die Seemaschine hier ist natürlich hardcore, ne? Ich will mal wissen, wie der 1050er sich da dran macht, aber ich glaube, das wird ein bisschen genau ja? Hat sich das LU zweimal gekauft? Hat sich das LU zweimal gekauft? Nein, war Spaß. Herr Miguel, hören Sie mal vom Fieber, der ist heute ein bisschen. Ja. Aber ich habe noch was ganz anderes. Was, Herr Sachsen? Ja, komm doch mal mit. Oder die Seemaschine hat. Ja, okay. Die Seemaschine hat insgesamt 18 Meter Arbeitsbreite und setzt mindestens 450 PS voraus. Ansonsten bleiben sie leider auf dem Feld stehen.
Ja. Deswegen wie viel PS? 450. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass sie hier einen Käufer dafür finden. Ach, schwierig. Frage, wie viele Liter passen hier eigentlich rein? Ich finde, man darf immer ein was nicht vergessen. So ein Gerät brauchst du immer eine Absicherung davor und dahinter. Die fährst ja nicht einfach von A nach B auf unseren Straßen. Das ist richtig. Zumindest nicht mehr, seit die Polizei hier eingezogen ist. Ich muss auch sagen, der Transport hierher, wo der Hersteller den ausgeliefert hat, der war sehr kompliziert. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, wir haben extra Verstärkung holen müssen von der Bereitschaftspolizei, um das alles abzusichern. War viel Arbeit. Genau, zum vorgehängten Saatguttank gibt es noch zu sagen, der fasst knapp 15.000 Liter, also es wird für einige Stunden auf dem Feld reichen. Sagen wir es mal so. Ja. Was wiegt sowas, wenn ich fragen darf, verzeiht? Das ist eine sehr gute Frage. Ungefähr. Ich würde mal so circa auf 25 Tonnen tippen. Boah, das komplette Gespann. Heiliger Wimbam. Na gut, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Bin schon mal sehr interessant. Wie geht's denn weiter? Wo müssen wir jetzt hinher? Einmal mir folgen ins Gelände, bitte. Ah ja. Okay. Wo ist Harry? Harry und Helmut? Ich bin direkt hinter dir, Chef. Sehr schön. Guck mal hier, ey. Ja, ich bin noch hier. Aha. Harry. Ja. Und Helmut hier. Komm, macht mal ein Foto hier. Warte, ich stelle mich mal hin. Warte, ja. Mach ein Foto. Ja, warte. Ja. Warte, ich stelle mich mal mit dazu. Ja, ja ich her, Helmut hier, komm her. Hier. Ja. Soll ich mach von euch drei ein Foto. Von euch vier. Ja, los. Ja, super, vom Landhandel hier. Warten Sie, Herr Bayer, ich springe jetzt mit. Können wir auf dem Landhandel Instagram-Account hochladen und sagen hier neue Maschinen. Zählen Sie runter, Herr Bayer. Ja, drei, aber Käse. 2, 1. Verzeiht, nach Ihrem Namen zu urteilen, haben Sie keine Zeit. Also müssen wir weitermachen, oder? Das Herr ist Fieber. Richtig. Ja, bitte. Aber die Zeit nehme ich mir. Sie waren richtig schön drauf. Perfekt. Danke. Wow. Ich hoffe, das kriege ich per E-Mail. Ja, klar. So, können wir weitermachen. So. Herr Manus, kann ich das Bild per E-Mail haben? Ja, schicke ich weiter. Danke. Ist kein Problem. 15 so, Euro. Dann bitte alle nach links kommen. Ja? Ja. Genau. Halleluja. Hier, wie Sie sehen, Drescherabteilung. Ah ja, hier haben wir Drescher, okay. Ja, genau. Schön. Fendt Ideal 9T zu meiner Linken. Schönes mit einem Capello Maisgebiss. Verzeiht, ist der Drescher hier auch ausgestellt, der auf dem Schild ist? Welcher? Der Fendt hier. Der ist auch ausgestellt, ja. Sehr schön. Ah ja. Der steht perfekt. Ein paar Stellplätze weiter hinten. Herr Kai? Herr Zeit, meine ich? Ja, bitte. Hat Deutz hier keinen Drescher? Die Firma Deutz hat uns keine Drescher zur Verfügung gestellt. Ich habe per E-Mail angefragt, aber... Hören wir, Deutz baut Drescher? Ja. Die haben aktuell keine Vorführer und haben leichte Probleme mit der Produktion. Ja, und da war auch der Stellplatz zu teuer für die. Zu wenig Absatz. Was wäre denn das Einsatzgebiet, Herr Zeit, für hier, diesen Rasselmisch? Ja, so mega sumpfiger Acker, oder? Hier. Ja, genau. Ui, das ist ganz da was dazu Neues. Dazu wären wir gleich gekommen. Ui. Also, Entschuldigung. Ja, wie Sie sehen, wunderschöner Drescher mit Bandlaufwerk von bis hinter. Er ist halt... Da muss ich aber groß. Ja, wird hauptsächlich eingesetzt in eher sumpfigen Gebieten. Alter. Wo es auf Traktion ankommt. Okay. Dafür ist das gute Stück gebaut. Wie sieht's da aus mit dem Korntank? Wie viel Korntank? 7 Meter Schneidwerk und Korntankgröße beläuft sich auf nur 6.000 Liter. Okay. Damit der Drescher im Allgemeinen, wie gesagt, so im sumpfigen Gebiet nicht so schwer wird, genau. Ja, das ist doch was Schönes hier. Fritze. Ja? Komm mal her. Wo bist denn du? Ja, Fieber. Der ist schon schön, aber das Schneidwerk ist ein bisschen zu klein, finde ich. Pass auf, ey, wegen dem Deutz jetzt hier nochmal, gell? Ja. Das war jetzt, ich wollte dich da nicht beleidigen wegen Deutz, ne? Ich weiß ja, du bist so übelster Deutz-Fan und so.
Ja, mal gucken. War nur so ein kleiner Witz am Rande. Ja, alles gut, habe ich jetzt gar nicht böse genommen. Die haben aber bestimmt hier einiges an Deutsch noch mit drauf, bestimmt. Ja, aber das Problem ist halt einfach, weißt du, wir sind gerade in so einer, es findet gerade so ein zeitlicher Wandel, so eine zeitliche Revolution statt. Alle sind so Bio und Öko, weißt du, und zur Zeit, die Leute gehen halt nicht so ab auf diesen ganzen Plastikzeug. Die wollen das alles, was Plastik, wollen die wegkriegen. Und da ist halt, ja, muss man halt schauen, ne? Ja, kann ich verstehen. Ja, die Plastiktüten für die Äpfel. Ja, auch jetzt. Traktoren. Auch jetzt so in der Zeit mit der Greta und so, halt. Und so. Da sind die alle ein bisschen, ne? Ja, alles gut. Naja. So, können wir weitergehen? Zeit. Je mehr Plaster umso, naja. Ja. Darf ich auch allein rumlaufen auf der Messe? Das dauert mir alles ein bisschen lang. Also, Sie dürfen sich auch alle, wie Sie hier stehen, gerne von selbst über das Messegelände bewegen. Und falls es Fragen gibt, ich würde immer zur Seite stehen. Ich genauso hätte gerne eine kleine Anmerkung. Bitte? Wer sich abkapselt von der Gruppe, der soll sich bitte auch gesprächsraumtechnisch abkapseln. Das wäre sehr nett. Ja. Gut, der Fendt. Wir bleiben bei dem Herrn Kaltzeit, oder? Ja. Achso. Genau. Also, der guckt mich an, ey, und Harry antwortet. Was ist mit dir denn? Ich meine auch den Harry. Ja, warum guckst du mich dann an? Ja, was geil ist, immer um mir rum, Mann. Willst du ein Foto, eine Autogrammkarte? Du hast gerade mit mir gesprochen. Aber Chef, riesig nach Bräuler. Nein, <Spaß. lacht> nach Bier. Genau, wie Sie hier sehen, haben wir noch mitgebracht einen etwas kleineren Fan-Drescher. Es muss nicht immer das Größte sein. Ich finde auch, ganz ehrlich, also mich würden für den Zwang von dem Rotzel, Harry, kannst du mal mitschreiben? Ja. Oder Helmut Zerwurst, von dem Rotzelmech, von dem Vektor und von dem Fendt, schreibt die mal auf. Da würde mich auf jeden Fall mal die Preise interessieren. Schneidwerksbreite hat das gute Stück 7,6 Meter. Hm. Also ist, wie gesagt, ist eher so der Mittelklasse-Drescher. Falls es mal nicht ganz so teuer sein soll und nicht ganz so groß. Beim Drescher wären wir Kontaktgröße von 8600 Liter. Also gutes Mittelfeld. Adler! Herr Zeit. Mach mal einen Rucksack auf. Das, Hast du offen? Ja. Hört schon ähnlich wie in Massey Ferguson aus, ne? Ja, danke. Warte, ich mach's auf. Ja, die sind alle in Kooperation entstanden. Okay. Das ist für mich auch eins. Und deswegen sind die designtechnisch sehr ähnlich. Okay. Das ist alles Akkukonzern, richtig? Ja. Mhm. Genau. Jürgen! Jo. Ja, hier steht ja auf jeden Fall auch nochmal was Großes. Danke. Oh, geil. Genau. Steht ja auf jeden Fall auch nochmal was der New Holland, ist der auch neu? Das ist der CR1090, alles klar. Genau. Ah. Ja, das ist nicht unsere Liga. Aber da gefällt mir. Irgendwann, das ist eine schöne mal. Maschine, du, also. Ja, ohne Frage, aber das ist nicht unsere Liga. Oh, was haben wir hier? Hier wird auch nochmal was Interessantes in der Düngetechnik. Genau, dann haben wir ein ganz besonderes Stück. Ja. Haben Sie eins? Von Case mitgebracht, an den Case Titan. Und das Besondere an diesem wunderschönen Fahrzeug ist, der düngt mit Festdünger. Ach, also das ist kein Flüssigdüngerfahrzeug, sondern Festdünger. Ich habe mich schon. Ja, okay. Kriegt man den mit Pflegebereifung? Harry, aufschreiben. Ja, bin schon dabei. Fritze, das ist eine Art Pflegebereifung, weil die sind halt extra breit wegen der Bodenverdichtung. Genau. Was, Herr Zeit, was ist mit dem Flug hier passiert? Und das ist auch, meines Erachtens ist das was vom Fritzl, den benutzt du vor der Ansaat. Okay. Genau, der hat auch im Großen und Ganzen nur eine Arbeitsbreite von 18 Metern, also ist nicht gerade das Größte. Gut, es muss auch, der Festdünger muss auch irgendwie bis ganz rauskommen, ne? Aber Herr Zeit? Genau, bitte? Ist der nur für Festdünger ausgelegt oder auch in der Kalkvariation zu haben? Der ist auch für Kalk, also alles was fest ist, nur keinen Flüssigdünger. Alles klar. Kalktechnik und Düngertechnik immer in Feststoffen, die können mit der Maschine problemlos verwendet werden. Oh, sehr interessant. Nice. Jürgen, sehr aufschreiben. Jo, ist schon passiert, Fritzl. Okay, aber, meine lieben Freunde, ihr habt es vielleicht schon vermutet, die Landmaschinenmesse wird natürlich heute sich etwas länger hinziehen. Aber wir wollen uns alles in Ruhe anschauen, gerade so Spezialgeräte. Wir sind aber erstmal fertig und machen hier erstmal einen kleinen Cut rein. Wir sehen uns aber in, lass mich überlegen, 13 Uhr sehen wir uns wieder mit dem zweiten Teil der Landmaschinenmesse. Bleibt dran, bis dahin. Tschüss. Tschüss, Leute.